Hallo und herzlich willkommen auf dem Dartmental-Blog. Mein Name ist Richard Wese, meist nur Rich genannt. Warum schreibe ich diesen Blog? Die Antwort ist relativ unspektakulär. Ich bin Mentalcoach und was in diesem Fall mindestens genauso wichtig ist, ich bin Dartspieler. Diese Kombination ermöglicht es mir, mich in die Gedankenwelt eines Dartspielers hineinzuversetzen. Da ich das himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, welches dieses schöne Spiel mit sich bringt, nur allzu gut auch aus eigener Erfahrung kenne. Seit einigen Jahren schreibe ich mal hier, mal dort über Dartmentaltraining und meinen Erfahrungen in diesem Bereich. Ein Bericht ist zu lesen auf Dart 1 zum Beispiel. Nun habe ich mich dafür entschieden, einen Blog zum Thema Dart-Mentaltraining zu schreiben, da ich finde, dass besonders im deutschsprachigen Raum der mentale Bereich des Dartsports mehr als sträflich vernachlässigt wird. Mein Ziel ist es, mindestens einen neuen Beitrag pro Woche zu veröffentlichen. Veröffentlicht habe ich 2013 eine Sporthypnose zum Thema Dart, die heißt Dart Mental Blockaden lösen, spiel dein Spiel, die als CD oder MP3 Download erhältlich ist. Für mehr Infos einfach auf das Bild klicken. Und im September 2016 dann das E-Book Dart Mentaltraining Head Games gewonnen oder verloren, wird zwischen den Ohren. Auch hier für mehr Infos auf das Bild klicken. Warum solltest du diesen Beitrag, Blogbeitrag lesen? Nun, ich sage mal so, wenn du, egal wann und wo, deine Topleistung an Bord bei Automaten abrufen kannst, jederzeit frei von Nervosität, Druck und Verkrampfung bist, alle äußeren Störfaktoren immer und jederzeit ausblenden kannst, du selbstbewusst dein Spiel durchziehst, egal gegen wen, und du deine Trainingsleistungen ganz locker auch im Wettkampf abrufen kannst, egal ob ein kleines Kneipenturnier, DDV-Turnier oder einer PDC-Quali, dann könntest du deine Zeit tatsächlich vernünftiger nutzen. Würdest aber vielleicht auch einiges verpassen, was dich interessieren könnte. Bist du jedoch nicht die ultimative Dartmaschine und der Meinung, dass du dein Spiel sicher noch verbessern kannst, dann bist du hier am richtigen Platz, würde ich sagen. Was ist Dartmentaltraining? Zuerst mal würde ich gerne mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Mentales Training hat nichts mit Hokuspokus oder gar Esoterik zu tun. Es hält seit Jahren Einzug in fast alle Sportarten, insbesondere in den Leistungssport. Im Dartsport, wie Elmer und Schorte kürzlich auf Sport 1 während einer PDC Premier League Übertragung feststellten, als sie über mich und meine Arbeit sprachen, ist Dart-Mentaltraining noch nicht so wirklich angekommen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum wird das Thema mentale Stärke im Dartsport zwar immer wieder erwähnt, jedoch in der Realität von der großen Mehrheit der Dartspieler stiefmütterlich vernachlässigt. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass der Dartspieler an sich eher ein Einzelkämpfer ist. Man spielt zwar in einer Mannschaft, hat das Dartspiel jedoch ohne Trainer begonnen und ist meist auch der Meinung, keinerlei Unterstützung von außen zu benötigen. Die Spieler, die mich zum Dart-Mental-Coaching besuchen, haben dann meist erkannt, dass es ohne verbesserte mentale Stärke sehr schwierig wird, die Erfolgsleiter weiter nach oben zu kommen. Wie ich weiter oben schon erwähnte, hat mentales Training vor allem im Leistungssport sehr an Bedeutung zugelegt. Nun stellt sich die Frage, bin ich denn ein Leistungssportler? Ich sehe es so, professioneller Dartsport bedeutet für mich,
dass man mit seinem Sport Geld verdient. Leistungssportart hingegen, ist nicht unbedingt primär darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. Es wird jedoch sehr viel Zeit und auch Energie investiert für Training, Ligaspiele und Turniere. Ich kenne einige Spieler, die 2 bis 6 Stunden täglich trainieren, in mehreren Ligen spielen und kaum ein Turnier auslassen. Das würde ich dann schon Leistungssport nennen. Ich zumindest kenne keine Sportart, in der von Hobbysportlern so ein großer Aufwand betrieben wird, wie es bei vielen Dartspielern im Stil oder E-Dart durchaus üblich ist. Auch ich hatte eine Phase, in der ich täglich ca. 4 Stunden trainierte, wenn ich nicht gerade in einer meiner 4 Mannschaften auf Ligaspielen oder Turnieren unterwegs war. Aber egal wie viel Zeit man in seine Dartleidenschaft auch investiert, es lohnt sich für jeden Spieler, sich mit dem mentalen Bereich des Spiels zu beschäftigen. In diesem Blog werde ich versuchen, dir das Thema Dart-Mentaltraining auf eine unterhaltsame Weise etwas näher zu bringen. Und ich hoffe, ich kann dir einige Tipps an die Hand geben, damit du dein Spiel auf ein höheres Level pushen kannst. Ach ja, hätte ich glatt vergessen. Dart-Mentaltraining ist eine hervorragende Ergänzung zum normalen Wurftraining. Was bedeutet, dass man sich schon auch noch zum Trainieren motivieren sollte. Qualität kommt von Quälen, habe ich irgendwann und irgendwo mal gelesen. Aber ich denke, wer konkrete Ziele erreichen will im Dartsport, der wird sich nicht zum Training quälen müssen. Zum Abschluss noch ein sehr gutes Video, YouTube-Video, wie ich finde, von Mensur Sulevic. Ich freue mich, wenn du die Kommentarfunktion nutzt und mir einen Kommentar von dir hier lässt. Es wird meist vergessen oder meist zu faul. Aber wie gesagt, lass einen Kommentar hier. Du kannst auch Fragen stellen und ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Also ich wünsche dir gut Darts, viel Spaß, dein Rich. PS, gewonnen oder verloren, wird zwischen den Ohren.